So ein Moorbad in der Früh, das weckt müde Geister. Moorbad! Weckt die müde Geister, das passt wirklich. Alles ausziehen und ab in die Wanne. Ja, ja. Also, Frau Direktor, nein, so geht das nicht. Ja, und okay, das wird Frau unzufrieden. Was ist denn passiert? Der Masseur, das ist ein Sadist. Wir tun ja alle Knochen. Einmal mehr war der Pfarrsaal Intro Feiach bis auf den letzten Platz gefüllt. Kein Wunder, gelingt es doch der Theaterrunde Trofeiach, seit mittlerweile 15 Jahren das Publikum zu begeistern. Und auch das aktuelle Stück, Der Kurschatten von Norbert Größ, spiegelt die Begeisterung und das Talent der Schauspieler wider. Die große Herausforderung ist, dass man ein passendes Stück findet. Vor allem für so viele Darsteller, wir spielen immerhin 12 Personen mit. Das ist eigentlich die schwierigste Aufgabe zu Beginn. Und dann natürlich die Probenarbeit ist natürlich, man ist nicht immer schwierig, aber sie dauert halt doch verhältnismäßig lang. Wir proben seit Mitte November, zweimal in der Woche, ausgenommen die Weihnachtsferien. Und dann noch die große Herausforderung ist noch, wie kommt das Stück dann an? Der war nur mit seinem Geschäft verheiratet. Ja, ja, du. Und noch 14 Tage, wie gesagt. Bislang wurden in diesen 15 Jahren 16 Stücke zur Aufführung gebracht. Und die Leidenschaft ist bei den Spielern ungebrochen. Es sind sehr viele Darsteller schon dabei, die immer schon mitgespielt haben. Ich bin auch dabei, die immer schon mitspielt. Und es ist einfach erstens einmal eine gute Möglichkeit, dass man sich geistig rege und fit hält. Und zweitens ist es auch so, dass wir von der Theatergruppe Trofeiach einen sehr guten Zusammenhalt haben. Neben dem Spaß auf der Bühne kommt aber auch der gute Zweck nicht zu kurz. Konnte doch über die Jahre eine beachtliche Summe an bedürftige Bürger der Gemeinde Trofeiach übergeben werden. Und so haben wir in den letzten 15 Jahren an die 100.000 Euro an bedürftige Menschen weitergeben können, die es wirklich bitter notwendig haben. Und wir freuen uns immer wieder, wenn wir solchen Leuten helfen können. Auch wenn das exklusive Kurhotel Gesund und Schön jetzt erstmal seine Tore geschlossen hat, dürfen wir uns garantiert auf viele weitere Stücke der Theaterrunde Trofeiach freuen. Es tut mir leid, aber können wir uns vielleicht dann später an der Cocktailbar treffen? Ja, das ist ja nicht. Nichts Cocktailbar, nur Bar. Komm her, komm.